Die Notenbanken, die Politik der Notenbanken, das ist ein echtes Reizthema für viele Leute momentan in der Eurozone. Hier bei uns, da haben wir seit Jahren Nullzinspolitik, wir haben einen Leitzins von 0% und wir haben jetzt auch wieder negative Renditen auf deutsche Staatsanleihen, auf fast alle. Und das Ganze könnte in Zukunft auch noch schlimmer werden, sagt man momentan. Das ist die Situation. Auf der anderen Seite gibt es viele Länder, da haben wir nach wie vor sehr hohe Zinsen, in den Schwellenländern vor allem. Wir haben also auf der Welt ein hohes Zinsgefälle. Und da wollen wir uns heute mal die Frage stellen, woher kommt das, dieses Zinsgefälle? Es ist gerechtfertigt und was heißt es für Anleger? Was heißt es für Anleger, vor allem in der momentanen Situation, wenn es wirklich so kommen sollte, wie alle sagen, dass nämlich bei uns im Westen die Zinsen jetzt eher fallen werden noch weiter, anstatt zu steigen? Das ist also heute unser Thema. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Es ist schon so, seit der Finanzkrise ist alles völlig anders, also seit Finanzkrise und Eurokrise. Das waren natürlich schwere systemische Krisen und da haben die Notenbanken entsprechend reagiert mit einer Geldpolitik, die sehr aggressiv war, die man bei uns so noch nie gesehen hat. Und das, was aber heute viele verstört nach wie vor, das ist die Tatsache, dass wir diese aggressive Geldpolitik im Großen und Ganzen immer noch haben. Und dementsprechend haben wir auch kaum Zinsen oder gar keine Zinsen. Ich bin jetzt persönlich keiner von diesen harten Kritikern von den Notenbanken. Also mir war damals schon klar, so in dieser Krisenzeit, dass das jetzt sehr dramatisch ist, was die da machen und was da passiert von der Geldpolitik her. Aber ich war jetzt nie der Meinung, dass das irgendwie eine besondere Bösartigkeit ist, die da stattfindet. Also dass man da jetzt Sparer enteignen will, absichtlich oder sowas. Sowas hört man ja auch immer wieder. Also in bösartiger Absicht jetzt zumindest. Der Effekt ist natürlich leider schon da. Und was ich auch nach wie vor glaube, wenn die Notenbanken damals nicht so reagiert hätten in der Krise, wie sie es getan haben, dann wäre hier Feierabend gewesen bei uns. Also Draghi zum Beispiel, 2012, Eurokrise, whatever it takes, die berühmte Rede, wenn er das nicht so gemacht hätte, wie er es dann gemacht hätte, ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre. Also das darf man auch nicht vergessen, was da wirklich los war damals. Aber die Situation heute ist eine ganz andere wieder. Also es hat sich ja nicht normalisiert von der Geldpolitik her, sondern ganz im Gegenteil. Also nehmen wir mal 10-jährige Bundesanleihen zum Beispiel. Da ist jetzt die Rendite wieder negativ erstens und sie ist außerdem so niedrig wie noch nie. Das heißt ja auch, am Anfang war die Geldpolitik natürlich eine Reaktion auf eine konkrete, schwere Krise. Aber jetzt ist die Situation ja relativ normal. Also sie ist nicht toll, aber sie ist auch nicht dramatisch schlecht. Und trotzdem haben wir immer noch mehr denn je ganz niedrige Zinsen. Der EZB-Leitzins, der ist bei 0%, weiß man ja. Schweizer Leitzins ist bei minus 0,75%. Und weltweit ist es inzwischen schon so, dass wir bei 40% von allen Staatsanleihen, die am Markt sind, eine negative Rendite haben. Also, wie gesagt, es ist nicht mehr so, dass man sagen kann, die Nullzinsen sind eine Antwort auf konkrete Krisen, sondern das ist momentan Normalität. New Normal, wie es so schön heißt. Man erreicht also sein Inflationsziel ganz einfach nicht. Das liegt in der Eurozone zum Beispiel bei 2%. Und solange man das nicht erreicht, so lange macht die EZB einfach weiter, immer so weiter mit ihrer aggressiven Geldpolitik und das ist dann schon fragwürdig wahrscheinlich. Also es ist erstens fragwürdig und zweitens, was noch dazu kommt, ist natürlich auch die Tatsache, dass man dieses Inflationsziel noch nicht erreicht hat. Also dass diese aggressive Politik trotzdem so wenig geholfen hat. Und das wirft dann natürlich auch Fragen auf entsprechend. Also wenn die Geldpolitik diese Wirtschaft hier nicht wirklich anschieben kann, dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, in was für einem Zustand sind wir hier eigentlich in der Eurozone wirtschaftlich?
Aber das nebenbei nur, also halten wir fest, die Zinsen sind sehr niedrig und der Markt rechnet jetzt sogar mit Zinsen, die noch stärker fallen. Hat zwei Gründe. Erstens, globale Konjunktur, die kühlt jetzt wieder ab. Heißt Flucht in Anleihen, heißt außerdem, man erwartet von den Notenbanken jetzt auch, dass sie da dagegen steuern. Und das Zweite, was speziell für die EZB gilt, das ist, die EZB kriegt eine neue Chefin wahrscheinlich im Oktober, Christine Lagarde, und die war bis jetzt IWF-Chefin und die gilt wohl genau als die Kandidatin, die diese Geldpolitik jetzt fortsetzen wird und bei Bedarf vielleicht sogar noch verschärfen. Und so sieht man das auf jeden Fall am Markt. Und in den USA ist die Situation ähnlich. In den USA gehen die Zinsen auch zurück momentan, und zwar stark zurück, die Marktzinsen zumindest. Man muss sagen, die US-Notenbank, die Fed, die hat zumindest versucht, die letzten Jahre, dass sie die Geldpolitik so normalisiert halbwegs. Hat auch Leitzinsen wieder angehoben seit 2016. Aber auch in den USA ist es damit jetzt wahrscheinlich vorbei. Auch in den USA lässt das Wachstum jetzt nach und der Markt rechnet auch da jetzt fest mit Leitzinssenkungen. Das ist noch nicht passiert, wir werden es aber sehen. Nächste Woche, da ist Zinssitzung. Habe ich auch schon ausführlicher darüber gesprochen hier in den letzten Videos, zum Beispiel im Video zur Goldrallye, das war vor 2 Wochen. Ist natürlich auch für Goldanleger ein wahnsinnig wichtiges Thema. Also was machen die Zinsen, was machen speziell die US-Zinsen, wo gehen die hin, was macht die Geldpolitik, was passiert da? Also schauen Sie da natürlich auch gern mal rein. Das Goldvideo ist eigentlich immer noch relativ aktuell. Okay, also wohin man schaut, fallende Zinsen, gar keine Zinsen, Negativzinsen, das kennen wir ja im Grunde. Ist aber nur die halbe Wahrheit, weil wenn wir jetzt mal aus den reichen Ländern weggehen und wenn wir jetzt mal uns die ganzen Schwellenländer anschauen, dann sieht die Welt komplett anders aus von der Zinsseite her. Also so eine Nullzinspolitik, so wie wir die hier haben, sowas gibt es nicht in den Schwellenländern. Und darum haben wir auch ganz andere Zinsen bei ganz normalen Staatsanleihen. Die Grafik, die habe ich selber gemacht, die ist jetzt ein bisschen älter als ein Monat. Es hat sich jetzt aber nicht so viel verändert. Also im Großen und Ganzen stimmt das alles noch. Das ist hier jeweils im Vergleich der Zins auf Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren und in Landeswährung in den verschiedenen Ländern. Da sind wir, wenn wir auf die rechte Seite gehen, in einer Parallelwelt teilweise. Also es ist ja schon so, das Wachstum geht ja überall zurück weltweit, darum gehen auch die Zinsen zurück. Aber es gibt eben Länder auf der einen Seite, da gibt es überhaupt keine Zinsen mehr, wie gesagt. Und es gibt auf der anderen Seite Länder, da sind die Zinsen sehr hoch, nach wie vor, trotz allem. China hier mit 3,2%. Ist ein Sonderfall, ist vielleicht auch noch nicht berauschend, aber China hat auch schon immerhin höhere Zinsen als zum Beispiel Italien, wo es ja wirklich nicht gut läuft. Und dann sehen wir hier Indien, fast 7%, Indonesien. Indonesien ist ein Land mit sehr hohen Wachstumsraten, das auch sehr gesund wächst. Da sind wir bei 8%, Mexiko 8%. Mexiko ist es anders. Mexiko wächst gar nicht momentan. Da hat der Handelskonflikt mit den USA reingehauen, richtig reingehauen, aber trotzdem 8%, Russland auch ein Sonderfall natürlich. Und dann haben wir hier noch Brasilien. Brasilien, ein Land, wo es stark aufwärts geht an der Börse. Da haben wir ein Zinsniveau von 8,5%, also extrem attraktiv. Und das Gleiche haben wir bei sehr vielen Schwellenländern. Wir haben überall nach wie vor hohe Zinsen. Woher kommt das? Wir sind ja eigentlich in einer globalen Welt und das Geld geht ja eigentlich immer dahin, wo der Zins oder wo die Rendite sehr attraktiv ist. Also warum haben wir trotzdem dieses hohe Zinsgefälle? Wenn man die Leute so fragt, die meisten wundern sich da eigentlich gar nicht drüber, sondern viele sagen, naja gut, das sind eben Schwellenländer, dafür sind die instabil und dafür ist da die Inflation hoch und dann haben wir natürlich noch die Wechselkurse. Also unterm Strich, das ist doch ganz normal, das ist jetzt nicht unnatürlich, das hat schon seine Richtigkeit oder so.
Und da würde ich sagen, na gut, also man kann das in Teilen so sehen. Es wird auch am Markt ja so gesehen, und zwar schon immer. Also wir haben schon immer Risikoabschläge auf Zinspapiere, die aus den Emerging Markets sind. Ist natürlich auch eine Frage der Wahrnehmung, aber sie werden eben nun mal als riskanter wahrgenommen, ist dann meistens auch im Preis irgendwo enthalten. Und das erklärt manches, das erklärt aber nicht alles, also heute nicht mehr. Der Punkt ist meiner Meinung nach, die Schwellenländer stehen anders da heute und die haben ein ganz anderes Fundament auch von der Geldpolitik her als die reichen Länder. Und die Schwellenländer, die funktionieren auch anders mittlerweile im Hinblick auf die Geldpolitik. Und zwar komplett anders und zwar deswegen, weil sie anders funktionieren müssen. Und das haben viele Anleger aber bis jetzt nicht verstanden, meiner Meinung nach. Es ist aber entscheidend. Und das Argument, dass die Schwellenländer so instabil sind im Vergleich zu uns, das würde ich heute auch nicht mehr gelten lassen. Also nicht nach 10 Jahren Finanzkrise. Es gibt ein paar Länder, die sind instabil, das ist schon klar, aber in der Summe, die Schwellenländer an sich, die müssen sich nicht mehr verstecken. Und darum ist auch dieses Zinsgefälle, das wir da haben, nicht selbstverständlich, sondern es ist ganz im Gegenteil. Es ist der Ausdruck davon, wie sich die Länder, wie sich die Geldpolitik in den Ländern anders entwickelt hat. Das Zinsgefälle ist ja nicht nur ein Risikoabschlag hier am Markt, der da vom Markt vorgenommen wird. Das wird oft auch falsch verstanden, sondern wir haben da das hohe Zinsniveau ja wirklich in diesen Ländern. Wir haben in Brasilien einen Leitzins von 6,5%. In Indien ist er fast bei 6%. Auch in Mexiko ist er bei über 8%. Und Mexiko hat interessanterweise auch den Leitzins angehoben. Noch im Dezember letztes Jahr, sozusagen im globalen Abschwung schon. Und das ist natürlich auch wieder so ein Klassiker. Das habe ich hier auf YouTube auch schon öfter behandelt und betont, was passiert da immer wieder. Die Anleger werden vorsichtig in so einer Situation, die ziehen Geld ab, weil ja Handelskonflikte mit USA, Währung fällt, in dem Fall der Peso fällt also, das treibt die Inflation hoch. Also nicht die Konjunktur treibt die Inflation, die wird ja schwächer, sondern der Inflationsdruck kommt von der fallenden Währung. Und das heißt dann immer, die Notenbank muss reagieren, sie muss sogar überreagieren eigentlich. Sie muss den Zins anheben im Abschwung im Wirtschaftlichen. Und das ist ein Problem, das haben wir in den Schwellenländern immer wieder. Aber es ist das Ergebnis davon oder das Ergebnis davon ist hohe Zinsen. Und das Ergebnis ist außerdem, dass wir in den Schwellenländern eine Geldpolitik haben und eine Notenbankpolitik, die stark ausgerichtet ist an der Geldwertstabilität. Viel stärker als in der Eurozone oder in Japan oder in den USA. Letztlich ist sie damit eigentlich seriöser. Weil wenn sie es nicht ist, dann wird das Land abgestraft, wenn es ein Schwellenland ist. Dann bricht die Währung ein, dann die Bonds und die Aktien und alles fällt. Bleiben wir mal bei Mexiko als Beispiel. In Mexiko ist ja die Wirtschaft geschrumpft im ersten Quartal. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Mexiko macht es so wie die EZB. Und Mexiko sagt, der Leitzins kommt jetzt auf 0%, so lange bis die Wirtschaft wieder wächst. Das wäre am Devisenmarkt und am Aktienmarkt und so weiter für Mexiko ein Desaster. Also jeder würde sagen, wie kann denn Mexiko bloß so eine Politik machen? Das ist das Ende jeder Verlässlichkeit. Aber die EZB, die kann sowas natürlich machen. Von der EZB erwartet keiner was anderes. Mit anderen Worten, der Markt misst mit zweierlei Maß. Das ist ganz klar. Das ist auch ganz klar ein Wahrnehmungsproblem. Aber es ist ein Wahrnehmungsproblem, das schon lange da ist. Und es ist eins, das die Schwellenländer zwingt zu einer soliden Geldpolitik. Anders als bei uns. Und ich glaube, auf lange Sicht ist das ein großer Vorteil für die Schwellenländer. Das haben viele nur noch nicht erkannt. Letzte Woche ist es hier ja um die Türkei gegangen. Da haben wir wieder mal geredet um die Glaubwürdigkeit der türkischen Notenbank. Also Erdogan und die Notenbank, da reden wir ja seit einem Jahr drüber. Auch zu Recht natürlich. Aber worüber man selten redet, das ist die Glaubwürdigkeit der EZB.
Zum Beispiel jetzt nur, oder eigentlich ist es ja sogar noch schlimmer. Also die Frage ist ja auch, was bedeutet Glaubwürdigkeit bei einer Notenbank? Und in den Schwellenländern ist es ja tatsächlich so, in den Schwellenländern erwartet der Markt eine Notenbankpolitik, die den Geldwert verteidigt und die Währung verteidigt, und zwar um jeden Preis, auch wenn es die Wirtschaft abwirkt komplett. Siehe Türkei momentan, siehe Argentinien und so weiter. Bei uns ist es genau umgekehrt. Bei uns ist es so, die Notenbank muss die Wirtschaft stützen, und zwar eigentlich aber auch um jeden Preis. Und Glaubwürdigkeit der Notenbank, das heißt bei uns, wenn es nicht mehr läuft, dann muss die Geldpolitik lockerer werden, und zwar unabhängig davon, wie locker sie jetzt schon ist. Und vielleicht ist es sogar auch so, dass der Markt die Geldpolitik bei uns genauso im Griff hat, nämlich auf die Art und Weise, dass der Markt natürlich billiges Geld haben will, en masse, und wenn er das nicht mehr kriegt, dann fängt er auch schon an zu wackeln. Und die Notenbank hat damit dann eine Sorge mehr. Marktturbulenzen sind ja gefährlich, und dann lenkt sie eventuell auch wieder ein. Also der Markt diszipliniert die Notenbank auch bei uns nur in die völlig andere Richtung. Ist für Aktionäre toll, eine tolle Sache für Aktienbesitzer, für Hausbesitzer und so weiter. Bis jetzt läuft das alles wunderbar. Ich frage mich ja nur, was macht die EZB mal, wenn es wirklich mal wieder schlecht läuft? Also wenn es wirklich noch mal eine harte Krise gibt, was sie dann aus dem Köcher zieht, das will man sich gar nicht ausmalen. Und als Sparer muss man sich natürlich auch eins sagen: Als Sparer will man natürlich lieber hohe Zinsen als niedrige Zinsen oder vielleicht null Zinsen. Aber was auch ein Punkt sein kann: Ich würde mich als Sparer auch wohler fühlen in einem Anlageraum wie den Schwellenländern, wo die Verhältnisse so sind, dass die Notenbank gezwungen ist zu einer Politik, wo es um den Geldwert geht, um die Geldwertstabilität. Und nicht in einem Anlageraum, wo es darum geht, dass irgendwie wieder die Wirtschaft ins Laufen kommt. Und was dann noch dazu kommt, wenn wir das schon vergleichen, also Verschuldung. Hier haben wir mal die Staatsverschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Orange die Schwellenländer, blau die reichen Industrieländer. Und da sehen wir nämlich auch gleich: Verschuldung in den reichen Ländern, reiche westliche Länder und Japan, die ist mehr als doppelt so hoch als die Verschuldung in den Schwellenländern zum Bruttoinlandsprodukt. Und vor allem die Verschuldung bei uns, die ist stark gestiegen die letzten 10 Jahre, also auch deutlich mehr als in den Schwellenländern, obwohl die Schwellenländer höhere Zinsen zahlen müssen. Also so viel auch mal dazu zur Stabilität, weil wir ja immer alle glauben, die Schwellenländer sind so furchtbar instabil und wir sind so furchtbar stabil hier. Also ich sehe die Schwellenländer jetzt als Gruppe in der Hinsicht auf jeden Fall positiv. Ich sehe natürlich die Zinsen auch positiv und das Zinsgefälle, das wir haben. Und ich glaube darum auch, dass Schwellenländer-Bonds, also Anleihen aus den Schwellenländern, die eben diese hohen Zinsen haben, dass die momentan interessant sind für Anleger. Zinsen gehen zurück. Weltweit. Wachstum kann auch zurückgehen, also kann noch weiter zurückgehen, als es ohnehin schon zurückgegangen ist. Und da glaube ich, in so einer Situation, in so einem Szenario ist es nicht schlecht, wenn man Anleihen hat mit hohen Zinsen. Und die kriegt man momentan noch in den Schwellenländern eben. Es gibt Risiken, selbstverständlich, Wechselkursrisiko zum Beispiel. Ich würde das Ganze auch eher mittelfristig oder langfristig sehen mit Schwellenländerbonds, auch als Beimischung natürlich. Aber insgesamt glaube ich schon, Schwellenländerbonds, das ist was, da spricht einiges dafür momentan. Für Privatanleger ist es natürlich nicht ganz so einfach, solche Schwellenländeranleihen, weil man will ja wahrscheinlich breit streuen in diesen Ländern. Die beste Lösung ist dann wahrscheinlich ein ETF oder ein Fonds. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich würde da ganz gerne einen Sparplan machen mit kleinen Summen, die ich da monatlich reinspare in solche Schwellenländerbonds. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, und die stellen wir auch vor, morgen im Zukunftsmärkte-Report. Und der Zukunftsmärkte-Report, der ist auch gratis. Im Zukunftsmärkte-Report, da kriegen Sie
Aktienempfehlungen von uns, Sie kriegen Analyse oder so wie eben diese Woche Vorschläge für ETFs und für Fonds mit hochverzinslichen Bonds aus den Schwellenländern, wo dann bestimmt auch für jeden was dabei ist. Und das Einzige, was Sie machen müssen, Sie müssen sich eintragen und das natürlich möglichst schnell auf www.zukunfts-märkte.de, weil wie gesagt, morgen geht der Report dann raus. Der Anmeldelink ist hier aber auch nochmal unter dem Beitrag. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie das anspricht, wenn Sie dann auch in Zukunft dabei sind bei uns beim Zukunftsmärkte-Report als Leser. Und Sie wissen ja, interessante Themen haben wir immer und die gehen uns sehr wahrscheinlich auch nicht aus. Und was die Notenbanken betrifft, was auch kommt, wir müssen leben damit, aber wir haben als Anleger zumindest immer auch die Möglichkeit, dass wir es ja versuchen können, davon auch irgendwie zu profitieren. In diesem Sinne, es bleibt auf jeden Fall spannend, auch in Zukunft. Bis zum nächsten Mal und wie immer natürlich vielen Dank fürs Zuschauen.